Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrte Frau Kaponenko, ich darf Ihre literarische Vita noch ein bisschen vorstellen, bevor wir dann gleich ins Gespräch einsteigen und bevor Sie dann auch aus Ihrem Roman lesen. Sie ist 15, als sie beginnt, Deutsch zu lernen und studiert dann Germanistik an der Universität in ihrer Heimatstadt Odessa. Zu diesem Zeitpunkt hat sie mit 15 bereits begonnen, Gedichte auf Deutsch zu schreiben. Diese wurden zunächst in einer Literaturzeitschrift veröffentlicht, ehe sie dann im Jahr 2000 mit dem Gedichtband »Wie tränenlose Ritter« debütierte. In den Folgejahren erschienen weitere Gedichtbände, bis sie 2010 eindrucksvoll zeigt, dass sie auch Prosa kann. Anuschka Blume ist ein Roman, der die Fachwelt damals aufhorchen ließ. Aus dem Aufhorchen wird dann 2012 ein Aufschrei, und zwar eine der Begeisterung, als sie im renommierten Surkamp Verlag ihren zweiten Roman vorlegte. Wer ist Martha? So der Titel. Dieses zugleich ernste und herrlich skurrile Buch über zwei ältere Männer, die in einem noblen Wiener Hotel auf den Tod warten, begeisterte zu Recht Kritikerinnen und Kritiker und Leserinnen und Leser. Sie erhält dafür den renommierten Adalbert von Chamisso-Preis, mit dem Autorinnen und Autoren ausgezeichnet werden, die auf Deutsch schreiben, obwohl sie eine andere Muttersprache haben. Im Februar 2016, ja, folgt da das letzte Rennen, der Roman, der wiederum in Wien spielt, also jener Stadt, in der Frau Gapunenko neben Mainz zu Hause ist. Im letzten Rennen geht es um einen modernen Taugenichts, der ziellos durchs Leben schlittert und dessen Vater, ein polnischer Selfmade-Millionär, sich mit ihm ein verhängnisvolles Pferderennen liefert, den beide eint die Liebe zu diesen Tieren. Es wurde schon erwähnt, 2017 gewinnt Mariana Gapunenko mit einem Textauszug aus dem Roman, der damals noch einen anderen Titel trug, nämlich die Bibliothekarsnovelle, den Martha-Saalfeld-Förderpreis des Landes. Und bevor wir gleich das Vergnügen haben werden, dass Sie aus Ihrem Roman Der Dorfgescheite lesen, möchten wir uns noch ein bisschen unterhalten. Und ich habe noch einige Fragen an Sie, die auch Sie dann direkt und Ihre literarische Vita betreffen. Warum um alles in der Welt beginnt ein ukrainischer Teenager in den 90er Jahren in Odessa Gedichte auf Deutsch zu schreiben? Ja, es war so, ich habe damals Deutsch gelernt und Gedichte schreiben, das hat irgendwie zu der Ausbildungsmethode meines Lehrers gehört. Und der hat zu mir gemeint, versuch es mal, ist völlig egal, ob du Fehler machst oder nicht. Probieren geht über Studieren, schreib mal ein Gedicht. Sie leben mittlerweile in Mainz und Wien, hörten es schon. Zuvor haben Sie aber jeweils mehrere Jahre in Krakau und auch in Dublin zugebracht. Ein, so kann man sagen, abenteuerlich verschlungener Lebensweg für eine gerade mal 40-jährige Frau. Bitte erzählen Sie uns ein klein wenig darüber. Ja, ist eine sehr persönliche Frage, aber jetzt sitze ich hier und ich muss sie irgendwie beantworten. Ich habe mit 19 Jahren meinen Mann kennengelernt und ich bin ihm einfach gefolgt. Und wir waren in Krakau, wir waren in Dublin und in Wien und wir sind immer noch zusammen. Und wenn er nach Madrid oder Mailand geht, folge ich ihm natürlich auch mit. Und es klingt ein bisschen unemanzipiert, finden Sie? Sie haben eben so die Nase Nein, gerümpft, nein. ne? Ich meine, so eine gewisse Mobilität auch international ist ja auch sicherlich inspirierend und das kommt Ihrer Literatur sicherlich zugute. Also von daher alles gut. Das Leben ist manchmal verschlungen und schreibt seine eigenen Wege. All Ihren Romanen von Anuschka Blume bis hin zum Dorfgescheiten ist so eigen, dass Sie darin sehr eigentümliche und man kann geradezu sagen, etwas verschrobene Menschen porträtieren. Und dass Sie als Autorin die Handlung mit ganz viel, so könnte man sagen, schwarzem Humor, ich weiß nicht, ob es das trifft, ausbreiten. Woher kommt diese Haltung? Steckt da auch ein bisschen persönliche Mariana Gapunenko drin? Ja, in jedem Buch steckt eine kleine Gapanenko drin. Jedes Buch ist im Grunde genommen ein Versuch, etwas aufzuarbeiten, etwas zu verstehen, was in meinem Leben passiert ist, was sich abgespielt hat in meiner Kindheit. Und es fällt mir schon auf, dass ich hauptsächlich über komische Menschen schreibe und dass ich sie auch mag und
dass ich mich zu ihnen hingezogen fühle. Und ich habe oft versucht, das für mich selbst zu erklären. Und irgendwie ist es ein bisschen frustrierend, sich selbst einzugestehen, dass man auch zu dieser Sorte, zu diesem Menschenschlag gehört. Aber ich muss sagen, ich versuche jetzt, mich ein bisschen weiter zu bewegen und mich ein bisschen weiter zu entwickeln, indem ich nicht, auf jeden Fall nicht zugebe, dass ich komisch bin oder dass ich mich komisch fühle. Aber im Gespräch merkt man oft, okay, die ist schon ein bisschen strange, aber auf jeden Fall ist das nächste Buch, an dem ich gerade arbeite, voller Figuren, die nicht komisch sind. Also zumindest versuche ich sie so zu porträtieren, also selbstbewusst. Sie wissen, was sie wollen, sie wissen, wo sie herkommen und sind alert und stehen zu ihren Gefühlen, sind in der Lage, Emotionen auszudrücken, versuchen nicht zu manipulieren, sind keine toxischen Menschen, weil sie mit beiden Leben im Leben stehen. Also das sind die Figuren, über die ich jetzt gerade schreibe. Das heißt, dieser Lebensabschnitt ist für mich vorbei. Also ich möchte auch nicht mehr in diese Ecke geschoben werden. Ja, Gapunenko, die schreibt über Einäugige oder über junge, korpulente Männer, die beide Arme verlieren. Also das ist meine Vergangenheit, aber ich will mit der auch nichts mehr zu tun haben. Dennoch muss ich noch mal ein bisschen zurückspringen beim Dorfgescheiden. Wie sind Sie auf diesen Stoff gekommen? Was hat Sie da inspiriert? 2016 durfte ich einen Vortrag halten in der Bibliothek des Stifts Kloster Neuburg bei Wien. Und da ging es ums Lesen. Und mein Vortrag hatte den Titel Lesen-ein Privileg? Und damals wusste ich nicht, dass ich so einen Roman schreiben würde. Und als ich da stand, in diesem wunderschönen Raum, umgeben von diesen alten Büchern, war ich überwältigt. Und ich habe dann tagelang darüber nachgedacht und irgendwann beschlossen, ein Buch über einen einäugigen Bibliothekar zu schreiben. Diese alten Bibliotheken haben in der Tat eine faszinierende Wirkung und das hat auch auf Sie gewirkt. Dieser schöne Beitrag Lesen ein Privileg ist auch jetzt publiziert und ich hätte Sie auch danach gefragt. Lesen ein Privileg, Ausrufezeichen, Fragezeichen, ist ja im Grunde ein bisschen beides. Wir haben ja durchaus den Anspruch, dass alle Menschen lesen und schreiben lernen können. Wie würden Sie diesen Spagat bezeichnen zwischen Privileg und Verpflichtung, lesen können zu müssen? Ja, also gleich vorneweg, ich glaube nicht mehr daran, dass man etwas muss. Ich komme zwar aus dieser Denkkultur, du musst lernen, du musst dich weiterbilden, du musst zeigen, was du kannst, du musst schneller, besser sein als die anderen, sonst schaffst du es nicht. Das ist auch so eine Drohung, die mir als Kind sehr viel Angst gemacht hat. Aber die hat mich auch ein bisschen weitergebracht. Das heißt, ich habe wirklich viel gelesen, weil ich der Meinung war, das bringt etwas. Bin ich mal noch der Meinung und ich finde es natürlich sehr förderlich für die Seele, in komplexen Sätzen zu lesen. Und es ist überhaupt von Vorteil, so lange Nebensätze lesen zu können in einem Atemzug, ohne zu ermüden, ohne sich zu denken, wann hört der Satz auf, ohne den Faden zu verlieren. Es ist es ist keine Verpflichtung, aber es ist schön. Also man muss gar nichts. Ich glaube, die Menschheit bleibt nicht stehen. Wir entwickeln uns irgendwie weiter. Und es gibt keine schlechteren, keine besseren Menschen. Sie sind nur anders. Also ich bin auch nicht so herablassend und ich will auch niemanden zwingen zu lesen. Aber ich gehöre noch zu der Zeit, in der gesagt wurde, zu dem Kulturkreis, in dem gesagt wurde, wenn du viel liest, bist du ein reicher Mensch. Du hast eine Fülle in dir, aus der du schöpfen kannst eines Tages und du wirst nie verloren gehen. Und wenn ich eine Schullesung irgendwo mache und sowas sage, spüre ich schon so eine Art Unbehagen. Also viele können damit nichts anfangen und glauben mir nicht. Ich weiß nicht, ich kann die Situation nicht einschätzen, aber ich glaube, es tut gut, Bücher zu lesen.
Eine letzte Frage, bevor wir Sie dann selbst lesen hören, betrifft ein bisschen den Aspekt virtuelles Lesen oder virtuelle Bibliotheken. Die Faszination für analoge alte Bibliotheken, ich glaube, die teilen viele. Wie sehen Sie das mit diesen virtuellen Bibliotheken? Haben die auch ihr Geheimnis? Haben die auch oder können die auch eine Faszination ausüben? Also nicht für mich. Ich bin schon ein analoger Mensch und ich kann mir diese Ästhetik natürlich vorstellen, aber ich kann mich für sie nicht begeistern. Vielleicht müsste ich Mitglied irgendwo werden und auf die Suche gehen. Aber ich bin schon voll analog und blättere gerne und habe mit Objekten zu tun, also lieber mit Objekten zu tun als mit irgendwelchen Illusionen. Ich brauche dieses Gefühl für das Stoffliche und ich brauche ein Buch in der Hand. Das ist das Stichwort, Frau Gaponenko. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Sie haben gleich ein analoges Buch in der Hand, nämlich Ihren Roman Der Dorfgescheite, und wir freuen uns auf Ihre Lesung. Ganz herzlichen Dank. Ernest Herz starrte lange den abblätternden Deckenputz an. Schließlich begriff er, dass er in einem fremden Bett lag, im bediensteten Trakt des Stifts W, seinem neuen Zuhause. Die Erinnerung an den Vorabend erhob sich in blendender Deutlichkeit vor seinem Tränen und einzigen Auge, das muffige Zugabteil, die wechselnden Mitreisenden, deren einzige Beschäftigung darin bestand, ihr von zu Hause mitgebrachtes Essen zu verspeisen. Nicht einmal ein Buch hatten die Älteren unter ihnen dabei. Dann die Ankunft an dem zweigleisigen Bahnhof von W., der Schritt ins Freie, die pfirsichfarbene Fassade, die er auf den ersten Blick für ein Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr hielt. Dann las er: Teufelinnen heiß wie Feuer. 24 Stunden. Die Buchstaben standen in eine schiefe Zeile gedrängt, als würden sie sich über diese Konstellation schämen. Leb wohl, Provinz, hörte er sie selbst sagen. Ernst Herz, erstaunt über den Klang seiner Stimme, blickte sich um. Außer einem an den Treppenstufen kauernden Trio von übergewichtigen Schulkindern war niemand in Sicht. Den Wahnsinn habe ich also tatsächlich unten gelassen. Von oben und unten kann man gerade an einem Ort wie diesem auch im übertragenen Sinn sprechen. Man muss es sogar. Hier oben herrscht der Geist, da unten piept das Gewürm. Hier posaunen die Freskenengel von den 10 Meter hohen Decken, da zuckeln Spielzeugzüge, glitzern Schiffe und Segelboote, Fingernagel groß, wie festgefroren an den trüben Bändern die Flüsse sein sollen. Lächerlich. Ohne mich. Sein Weg hatte ihn an Buchsbaumhecken und Bronzefiguren vorbeigeführt. Was sie darstellten, konnte Ernest Herz auch in den nächsten Monaten nicht enträtseln. Am Fuß einer Treppe hob er schließlich seinen abgewetzten Tourister wie eine Braut hoch und trug ihn weiter. Oben am Stiftsvorplatz war offenbar Jahrmarkt. Ein bunt erleuchteter Tragarm des Imperators hatte gerade von Mädchenkreischen begleitet einen Bogen beschrieben, während Laserbilder im wilden Tempo an die Stiftsfassade geworfen wurden. Ein Säbelzahntiger wurde von einem Schmetterling, der Schmetterling von einer Krone und die Krone von einem pumpenden Herzmuskel abgelöst. Ernest Herz verfolgte die Bilder eine Weile. Dann ging er weiter. Unter den kahlen Bäumen einer Allee lächelte ihm frierende Verkäuferin aus ihren Pappbuden zu, als er an ihnen in den Koffern nun hinter sich herrollend vorbeilief. Möglicherweise hielten sie ihn für einen Berufszauberer, der mit seinem Equipment zu einer Aufführung eilte. Eine ältere Brillenträgerin, die sich als Zigeunerin verkleidet hatte, deutete sogar triumphal auf eine Zauberkugel, von deren Sorte die Regale hinter ihr vollgestellt waren. Im Spiegel, der mit Zahnpasta seines mysteriösen Vorgängers gesprenkelt war, nickte er sie nun selbst anerkennend zu. Ernest Herz trotzte seit Jahren dem Zahn der Zeit und das mit Erfolg. Sein Geheimnis war, darauf konnte er schwören, ein Stampel Enzianschnaps vor dem Schlafengehen.
Gelber Enzian pflegte geheimnisvoll zu sagen, wenn manche Frau den Fehler machte, ihn nach seiner Gesichtscreme zu fragen. Oral, fügte er grinsend hinzu. Auf diese Art und Weise kam er zu seinen Freundinnen. Es waren Hunderte, wenn nicht Tausende. Nichts blieb von ihnen außer einem Karteikarteneintrag im Geheimfach von Ernest Herz Rollsekretär. Ab und zu blätterte er in dieser als Zettelkatalog angelegten Datenbank und sah sie alle wieder vor sich. Angelika Schaumlöffel, Wieselweg 12, ca. 1,85 Meter, Großfolio blond, gefärbt, blauäugig. Handschriften kompetent, aber fantasielos. Susi Pleitinger, Rüsselgasse 53, ca. 1,75 Meter, Folio blond, braunäugig. Gastronomie, naja, aber oho. Annalena Schwarzmeier, am Rand 8. Oktav, Brünett, braune Augen, Brille. Slawistin, Achtung, Jagdschein. Kaum wollte einer dieser Damen, ganz gleich, ob sie ein schmales Oktavheftchen war oder über ein majestätisches Atlasformat verfügte, hinter seine Augenklappe schauen, verlor sie unwiederbringlich ihren Zauber und Ernest Herz das Interesse. Er fand, es gab gewisse nicht zu überschreitende Grenzen. Bei aller Liebe, aber bei der Augenklappe war Schluss. Er legte sie an, zwinkerte sie selbst mit dem heilen Auge zu und begann sich zu rasieren. Sein Gesicht wirkte alterslos und leider, wenn nicht leere Augenhöhle wäre, völlig unscheinbar. Seine Behinderung empfand er deswegen als einen Segen. Als Kind hat er das Tragen der Piratenbinde lästig gefunden, als Teenager lächerlich und als Student der Geschichte des Mittelalters unentbehrlich. Als er für ein Studentenmagazin interviewt wurde, sagte er, die Binde habe ihm den gesellschaftlichen Schliff verpasst, der ihm unter anderen Umständen höchstwahrscheinlich versagt geblieben wäre. Sie habe zu einer Althaltung geführt, die auch eine Lebensart sei. Ernest Herz, der Lebenskünstler, lautete die Überschrift des Interviews, das in der Zeitschrift Menschen, die anders sind, abgedruckt wurde. Wie er darauf gekommen war, seine weiblichen Eroberungen alphabetisch zu ordnen, war Ernest Herz nicht mehr ganz klar. Dachte aber an seine Anfänge zurück, so stand für ihn außer Frage, dass er, der seit dem ersten Semester der Mediävistik darum bemüht gewesen war, groß zu denken und gleichzeitig die Prahlerei seiner Kommilitonen lauter Sunny Boys verachtete, sich in dieser delikaten Angelegenheit nur der Form eines bibliothekarischen Zettelkataloges hätte bedienen können. Im Unterschied zum handlichen, aber spießbürgerlichen Bandkatalog ließ sich der Zettelkatalog unendlich erweitern. Ihm imponierten das systematisch-methodische der Klassifizierung, die quasi wissenschaftliche Distanz zum Forschungsobjekt, am meisten jedoch die Haptik der herausnehmbaren Lade des Zettelkastens, in der sie alle drin lagen, eng aneinander geschmiegt, seine Herzensdamen. Eine Zeit lang hat er großen Spaß daran gehabt, bei einem Glas Wein die Kärtchen über die Damen mit ihren Besonderheiten durchzublättern und jede von ihnen vor seinem geistigen Auge vorüberziehen zu lassen. Mathilde Heitzknecht, Gassensturz 6, ca. 1,70 Meter, Oktav blond, graue Augen, kurzsichtig. Vater ist Urologe. Die kleine Mathilda, Kellnerin aus der Gastwirtschaft zur lahmen Gans, ein fröhliches, einfältiges Wesen mit einer großen Klappe. Wie lange war er hinterher gewesen? Als seine Zeit gekommen war, ihr in der Abstellkammer zwischen Essigreiniger und Haushaltsrollen unter den Rock zu greifen, geschah eine Katastrophe. »Was lesen Sie gerade?«, hatte er ihr schwer atmend ins Ohr geflüstert. Der Schieläugige, der ein Biathlon gewann, von Thomas Thomason, lautete die selbstbewusste Antwort. Kaum hatte er den Titel des an jedem Kiosk ausliegenden Bestsellers vernommen, wandte er sich einen Schwächeanfall simulierend von Mathilde ab. Dabei wäre er für dieses Mädchen eben noch zu den schönsten Dummheiten bereit gewesen, aber doch nicht zu allen.
oder die Sonja Korsch, Museumsplatz 6, ca. 1,60 Meter, oktavblond gefärbte Kontaktlinsen, Tierschützerin vegan. Auch ihr gelang es, Ernest Herz ordentlich auf Trab zu halten, immer beschäftigt, denn eine Demonstration jagte die andere. Sie demonstrierte gegen Tierversuche, gegen Fuchsmästung, gegen die Leder- und Pelzindustrie, aber auch gegen Kinderarbeit in Entwicklungsländern. Selten erreichbar und wenn doch, dann war sie kurz angebunden. Wenn sie mal gesprächig war, dann driftete sie ins Esoterische ab oder jammerte über ihre Rückenschmerzen. Sonja gehörte zweifelsohne zu den hübschesten Zielobjekten. Und später als alle anderen hatte sie ihn nach der Augenklappe gefragt, dürfte ich mal schauen? Die Frauen mit ihrer Augenlust, jede wollte das, jeder scheiterte daran. Mit jeder machte er sofort Schluss. Mit Sonja schriftlich. Seine Beziehung zu seinen Damen war die eines Sammlers zu seinen Objekten. Nach den ersten Eroberungen begann ihn nicht die Frau selbst, sondern das Serielle zu erregen und mit Mitte 30 war er so weit, jede Frau, die er mit seiner schwarz-samtenen Augenklappe betörte, für ihre Schwachheit zu verachten. Wie einfach gaben sie sich dem vergeistigten Piraten hin. Manchmal überlegte er sogar, nackt mit der leeren Augenhöhle auf Frauenjagd zu gehen, um festzustellen, ob er so auch leichtes Spiel mit ihnen haben würde. Aber dann schob er diesen Gedanken beiseite. Viel zu groß war die Angst, nicht mehr imposant gefunden zu werden. Die Zeit bis zum Termin mit Herrn Schmalbacher, dem Personalchef des Stifts, verbrachte Ernest Herz bei einem Spaziergang durch den Kräutergarten. Der Garten bildete ein von einem hüfthohen Lattenzaun umsäumtes Rechteck. Viel war zu dieser Jahreszeit nicht zu sehen. Nur vage glaubte er, den Duft von Thymian zu riechen. In den mit Planen abgedeckten Obstbäumen heulte der Wind. Ein gelber Kater mit versoffenem Russengesicht tauchte zwischen zwei Kräuterbeeten auf, bemerkte den Fremden und erstarrte. Danach besprühte er mit zittrigem Schweif die stoppelnde Heilpflanze hinter sich und setzte sich immer wieder umschauend seinen Weg fort. Als er im Kabinett des Personalchefs an einem dünnen Earl Grey nippte, schlug es von der Kirche 4 Uhr herüber. Zwischen den Schlägen flackerte das Licht der Tischlampe. Der Schmalbacher, ein nach Mottenkugeln riechendes Männlein, zerfloss in einem trüben Lächeln. »Der Jahrmarkt hat unserem Stromsystem übel mitgespielt«, sagte er, nachdem der letzte Schlag verklungen war. »Die Karusselle, die Lichterketten, wie sie saufen, das ist sagenhaft. Umweltverschmutzung. Das Volk sollte lieber mal ein anständiges Buch lesen«, meinte Ernest Herz. »Wir sind jedenfalls froh, dass Sie sich bei uns beworben haben. Damit wären Sie der erste weltliche Bibliothekar in unserer 1200-jährigen Geschichte. Es ehrt mich, dass meine Kandidatur bei diesem historischen Kompromiss«, Herr Schmalbacher brachte ihn mit einer Hand aufs Herzgeste zum Verstummen. »Die Klöster müssen mit der Wirklichkeit gehen, wenn sie überleben wollen. Es wäre fatal, die Türen zu verschließen, wenn der wissenschaftliche Nachwuchs, mag er noch so unbeleckt in pastoralen Fragen sein, verstehen Sie mich richtig, daran pocht. Der Tod Ihres Vorgängers«, er hüstelte, oder besser gesagt sein exzentrisches Ableben, »hat uns alle aus der Bahn geworfen.« »Stimmt das wirklich? In der Zeitung stand etwas von einem Fenstersturz.« »Noch schlimmer.« Herr Schmalbacher senkte die Stimme. Der gute Herr Morosek hat sich angezündet und dann den Schritt in die Ewigkeit gewagt. Weitsichtig, wer er war, hat er die Samtgardinen vorher abgenommen. Stellen Sie sich vor, sie lagen akkurat zusammengefaltet auf einem Stuhl. Es gibt jedenfalls viel zu tun. Die Digitalisierung unserer Zimelien war die Hauptbeschäftigung des Verewigten und das trotz seines hohen Alters und der Skepsis mancher seiner Mitbrüder. Vielleicht haben Sie seine Lobeshymnen auf das Digitalisat im Skrinium oder in der Zeitschrift für deutsches Altertum gelesen, falls Sie die Blätter abonnieren. Jedenfalls überlässt das Stift es Ihnen, die Digitalisierung fortzuführen. Wichtiger wäre uns, er legte seine Hand auf Ernests Herzmanschette,
dass sie sich auf die Pflege und Erhaltung der Bestände konzentrieren, auf die klassische bibliothekarische Arbeit also. Zum Lesen werden sie sicher kaum kommen. Ernest Herz winkte ab. Ein Bibliothekar, der liest, hat seinen Beruf verfehlt, habe ich irgendwo gelesen. Daraufhin entblößte der Personalchef zwei Reihen Kloschüssel weiße Zähne und gab eine Kaskade von tirillierenden Tönen von sich. »Lassen Sie mich«, sagte er, nachdem er sich beruhigt hatte, »Ihnen Ihren neuen Arbeitsplatz zeigen.« Nach einem wortlosen Gang durch mehrere Flügeltüren, von denen jede umständlich aufgesperrt werden musste, gelangten sie schließlich auf einen langgestreckten Flur, der durch herabgelassene orangenfarbene Rollos in ein vollkommenes sedatives Sepe getaucht vor ihnen lag. Einen Augenblick lang kam es Ernest Herz vor, als hätte er die Schale der Wirklichkeit durchbrochen und wäre in der Eindimensionalität einer Postkarte gelandet. Dass dem nicht so war, bewies der Zersetzungsgeruch von Industriepapier und saure Leimung, die Duftmarke junger Bücherleichen. Sie schritten am Regalspalier entlang den Wänden vorbei. »Die Nachlässe unserer verstorbenen Gottesmänner«, kommentierte Herr Schmalbacher, »daraus speist sich die Bibliothek. Noch nicht katalogisiert, wenn mich der Eindruck nicht täuscht«, sagte Ernest Herz, die Buchrücken aus purer Höflichkeit betrachtend. »So ist es«, sagte Herr Schmalbacher. »Viel Arbeit, aber Sie schaffen das. In 4-5 Jahren sind Sie durch.« »Dass die so viel profane Literatur lesen, Ihre Buben, das glaubt man nicht. Es sind ja Kochbücher dabei.« Herr Schmalbacher schien dies nicht zu hören. Mit einem Grinsen hantierte er an einem Regal und er sah nicht so aus, als suche er nach einem Buch. Hereinspaziert. Er stemmte sich mit seiner Schulter gegen den gedrechselten Regalpfosten. Das Regal gab geräuschlos nach. »Bitte schön, ein WC und ein Kaffeevollautomat. Beides werden Sie brauchen.« »Sehr praktisch«, lobte er in das Herz, ohne jedoch einen Blick hineinzuwerfen. Mit einem Geheimregal konnte man ihn nicht mehr überraschen. Viel zu viele hatte er schon berufsbedingt gesehen, dahinter kein einziges Skelett in Ritterrüstung, nur WC und Kochnischen, Garderoben und Abstellkammern. »Kommen Sie«, forderte Herr Schmalbacher, dessen Stimme mit einem Mal an Fülle gewonnen hatte, als würde er nicht auf einer Kloschüssel sitzen, sondern im Chorgestühl der Kathedrale von Saint-Denis. »Treten Sie doch ein, oder wollen Sie für immer auf der Fußmatte der Geschichte warten?« Vielen Dank. Ja, Frau Caponenko, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns in Ihren Roman entführt haben. Und wer dann noch Lust bekommen hat, mehr zu lesen, hier ist denn noch einmal der Dorfgescheite. Ganz herzlichen Dank.